gekreuzigt hatten, nahmen seine Kleider und machten Verteiler. Einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu aus dem Rock. Der Rock aber war ungeniert, von oben angefirket durch und durch. Da sprachen sie untereinander, spricht ihr mich dürft.
zündeten aber einen Schwamm mit Essig und legten ihn um einen Hisopen und hielten es ihm dar zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Thank you.
zerriss in zwei Stück, von oben an bis unten aus. Und die Rieger bieberte, und die Felsen zerrissen, und die Rieger töten sich auf, und schonen auf die Leibe der Heiligen. Thank you.
Dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen den ersten die Beine und den anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als er aber zu Jesu kam, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus, und der das gesehen hat, er hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr. Und der Selbige weiß, dass er die Wahrheit saget, auf das ihr gläubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchem sie gestorben haben. Rüstag willen der Jüden, die weil das